Hallo, guten Tag und Dobar Dan, hier auf meinem Kanal. Ich bin Jan Jugo und ich freue mich, dass ihr wieder mit dabei seid. Ich hoffe, euch geht's gut. Ich habe für euch heute wieder ein richtig nices Vega Gameplay. Bleibt unbedingt dran. Ich verrate mal nichts, nur dass ich unterwegs bin auf der Map Brodalenbrücken. Und wer hier regelmäßig zuschaut und wer mich kennt, weiß, dass ich die Map öfter auch mal als brutale Brücken bezeichne. Und genau das ist heute auch wieder der Fall, also checkt unbedingt die Begegnung gleich ab. Und bevor wir aber reinstarten in das Gameplay, lasst uns über etwas sprechen, was es ab der nächsten Season neu in Vega gibt. Das gab es tatsächlich noch nie in Vega. Und das ist ganz neu, ab der nächsten Season. Es gibt dann Booster-Tickets. Wie die funktionieren und was die kosten, darum geht es jetzt hier, dass es auch wieder ein neues Modell ist, um sein Game zu monetarisieren. Darum soll es dann morgen im nächsten Video gehen. Da spreche ich so ein bisschen über Premium-Packs, über Kronen, über Echtgeld, über das Geschäftsmodell von Vega. Darum soll es dann im nächsten Video gehen. Lasst uns heute einmal nur konkret drauf schauen, wie funktionieren die Tickets und was werden sie kosten. Das, was ich euch jetzt erzähle, das basiert darauf, was ich aus dem Vega-Partnerprogramm von anderen Content-Creatern bisher so sehen durfte. Denn die haben ja schon vorab Zugang bekommen zu der neuen Season und konnten das da schon mal sozusagen zeigen. Falls ihr jetzt gleich denkt oder merkt irgendwie, Jan, das habe ich aber anders verstanden oder das ist vielleicht nicht ganz so richtig, wie du das jetzt erklärt hast, dann schreibt es mir bitte unten in die Kommentare. Ich hoffe aber, ich habe das alles so richtig analysiert und versuche es jetzt für euch möglichst verständlich klarzumachen, worum es hier genau geht. Fangen wir mal mit dem ersten Ticket an. Das ist das Double XP Ticket. Mit diesem Ticket könnt ihr euch, wenn ihr es einlöst, 24 Stunden Double XP auf alle Spielmodis machen. Ihr könnt die Tickets kaufen und auch mehrere hintereinander einlösen. Das bedeutet, ihr könnt auch 24, 48, 72 Stunden und so weiter euch Double XP sozusagen auch die ganze Season lang klar machen. Außer aber, wenn ein echtes offizielles Double XP Event stattfindet, dann setzen die Tickets aus und wenn das Event vorbei ist, dann startet die Möglichkeit wieder, ein Double XP Ticket einzulösen. Drei Tickets kosten 240 Kronen, das macht pro Ticket 80 Kronen. Wenn man mehr kauft, wird es günstiger. Das günstigste ist oder wäre 10 Tickets für 540 Kronen, das wäre pro Ticket 54 Kronen. Für diese 54 Kronen kriegt ihr dann sozusagen 24 Stunden Double XP. Und man könnte dann für 540 Kronen 10 Tage lang am Stück Double XP durchziehen. Oder aber auch so wie man möchte, einen Tag und dann einen Tag Pause machen und dann wieder ein neues aktivieren, das ist möglich. Dann gibt es das doppelte Komponententicket, Double Parts. Dort könnt ihr euch pro Encounter ein Ticket einlösen und kriegt aus diesem Encounter doppelte Komponenten, sowohl Waffen als auch Verbrauchsartikel. Da kosten zwei Tickets 70 Kronen, das macht pro Ticket 35. Günstiger wird es natürlich auch hier wieder, wenn ihr mehr kauft. Das günstigste wäre 20 Double Parts Tickets für 640 Kronen, würde 32 Kronen pro Ticket machen. Das Ganze gibt es auch für Rohstoffe, Double Resources. Und hier könnt ihr euch ebenfalls ein Ticket per Encounter, also ein Ticket pro Begegnung aktivieren vorher und spielt den Encounter und kriegt dann, wenn ihr das denn rausschafft und ins Exit schafft, kriegt ihr auf eure Rohstoffe, die ihr gesammelt habt, doppelt. Also zwei Tickets kosten hier 50, das macht pro Ticket 25. Am günstigsten wären 20 Tickets für 400 Kronen, das wäre dann pro Ticket 20 Kronen. Aber Achtung, wenn ihr es nicht rausschafft, kriegt ihr natürlich auch keine doppelten Komponenten, weil das Doppelte von 0 ist 0. Dann gibt es noch Lobby-Tickets, also dass die ganze Lobby davon profitiert, wenn ihr eins einlöst. Und das sind im Prinzip einfach die Tickets für das, was man schon kennt in der Lobby, nämlich für bessere Kiste, besseres Loot und die Versicherung. Man kann sich jetzt sozusagen Tickets kaufen und dadurch sind die günstiger als diese üblichen 30 Kronen, die man in der Lobby bezahlen kann. Das kann man aber auch weiterhin. Wenn man sich aber Tickets kauft, dann kann man die Tickets einlösen. Hat man keine Tickets, kann man weiter in der Lobby spontan 30 Kronen investieren. Wenn man möchte, kann man sich aber vorher Tickets kaufen, um die dann in der Lobby einzulösen. Hier gibt es den Preis ist für sowohl die besseren Loot als auch die bessere Kiste gleich. 5 Tickets für 130 macht 26 Kronen pro Ticket. Das sind 4 Kronen günstiger als in der Lobby. Und wenn ihr es am günstigsten haben wollt, dann wären das 20 Tickets, jeweils entweder Loot oder Kiste, für 1150 Kronen wären 23 Kronen pro Ticket. Das bedeutet 7 Kronen günstiger als in der Lobby. Und dann gibt es noch die Versicherung. Auch da gibt es Tickets für, die man im Vorfeld kaufen kann. Eine Versicherung kostet in der Lobby 60 Kronen. Hier kostet sie
52 Kronen, wenn man 5 Tickets kauft, denn die kosten 260. Wenn man es am günstigsten haben will, dann kann man für 1390 Kronen sich ganze 30 Versicherungstickets kaufen. 30 Tickets, dann wäre der Preis pro Ticket bei 46,333 Periode 3. Also 14 Cent günstiger als in der Lobby, wo sie ja 60 Kronen kostet, die Versicherung. Es gibt auch Tickets für Shootout und Allem. Aber die habe ich mir nicht so genau angeguckt, weil ich die Modis eigentlich nicht spiele. Aber auch das wird es ab nächster Season dann für alle geben. Dort kann man sich dann auch Tickets kaufen, um Verbesserungen in den jeweils anderen Spielmodis zu haben und zu bekommen. Ich hoffe, ich habe das alles so richtig verstanden aus dieser Preview vom Vega Partner Programm. Vielen Dank an EX Wardog, der das hier auf YouTube gezeigt hat, worauf ich mich jetzt hier bezogen habe auf diesen Creator. Und ich hoffe, ihr habt das auch kapiert und verstanden und habt bestimmt auch eine Meinung dazu. Da würde ich mich freuen, wenn ihr die jetzt unten in die Kommentare schreibt. Wie gesagt, dass es hier wieder um Echtgeld geht und dass die EntwicklerInnen von Vega sich wieder etwas überlegt haben, womit sie Geld verdienen können. Und wie das eigentlich so ist und wie ich das finde und wie ihr das vielleicht findet, darum soll es in der nächsten Folge hier auf meinem Kanal gehen. Jetzt gibt es erstmal das Gameplay. Am Anfang habe ich euch brutale Brücken versprochen. Hier kommen sie. Und dann würde ich mich freuen, wenn wir uns auch beim nächsten Video wiedersehen. Dann geht es um das Geschäftsmodell von Vega. Und dann sehen wir uns hoffentlich da wieder. Bis dahin euch alles Gute. Euer Jan Hugo. Und jetzt, let's go! Wow, wie alles irgendwie auf einem Haufen hier ist. Container, alles, Tresor, alles in einer Reihe irgendwie. Ja, ich will auf jeden Fall looten, weil nämlich die Runde geboostet wurde. Zwei Leute in der Lobby haben reingezahlt und die Beute auf 200% erhöht. Dann schauen wir mal, was sonst noch so passiert. Dieses Haus ist auch so richtig besonders, weil dieses Haus gibt's nur auf dieser Map. Also klar, dieses Innenleben hier, das kennen wir. Dieses Haus ist Copy-Paste auf allen möglichen Maps. Obwohl hier nicht immer dieser Schrank so liegt, muss ich sagen. Oder? Naja, auf jeden Fall, das Besondere an diesem Haus ist auf Budalenbrücken, dass es dieses Haus hier nur mit Außenfassade gibt, auf die man auch drauf kann. Also so ein Gerüst. Ist ruhig. Sehr ruhig. Kein Tresor gehört. Auch Container wurde noch nicht aufgeschossen. Vielleicht wurde der still und leise aufgemacht, aber ist ruhig. Man muss natürlich auch recht vorsichtig sein. Es könnte im Haus einfach jemand auf mich warten. Deswegen aufpassen. Einmal wurde der ganz am Anfang der große Sigi benutzt, aber seitdem ist es hier ruhig auf der Map. Hier ist gar kein Loot. Kommstation wurde benutzt. Okay. Oh, jemand hat einen Secret Airdrop. Hier unten. Weit weg von einer Kommstation, der wird jetzt rausgehen, der wird abhauen. Der wird abhauen, da lohnt es sich jetzt nicht hinzupushen.
Hier klingelt das Telefon. Ja, lass uns rangehen. Oh, wir waren zu spät. Okay, jetzt sind wir der telefoniert. Schatz. Oh, hier unten. Airdrop ist gleich raus. Ja, okay, den lassen wir noch mal kurz da. Ich will jetzt auch hier wissen, was mit dem Container ist. Okay, die Frage übrigt sich. Ist der oben drauf auf der Brücke? Ja, ja. Okay, jemand schießt den Container auf. Es muss jemand auf der Brücke sein. Ich bin unterwegs. Er hat noch nicht mal den Containerinhalt. Noch nicht mal den Containereinhalt drin gehabt. Aber sehr viel Nahrung. Krass. Wir pingen auf jeden Fall. Wir müssen wissen, wo ist der nächste. Hier unten? Oh, im Haus? Haben wir irgendwas zum Draufschmeißen? Nein. Ja, hier unten im Haus. Oder steht halt ein Fake. Okay, lass uns mal ganz schnell jetzt erstmal heilen und den Container leer räumen. Wo steht der Container denn? Hä, habe ich es jetzt irgendwie... Steht er unter der Brücke? Oh mein Gott. Da unten. Ah, okay, der ist unter der Brücke. Das heißt, jemand ist in dem Haus. Ah, ich verstehe. Ich kann so gar nichts sehen. Jemand hat den aus dem Haus aufgeschossen. Was passiert hier? Ich kann es nicht genau irgendwie gerade checken, was hier passiert. Versucht er weiterhin den Container aufzuschießen? Ist der schon offen, der Container? Was macht er da? Oh, fuck, andere Seite. Wo will der hin? Wo ist er denn jetzt hingerannt? Nee, ich höre ihn noch. Alter, von der Brücke ist aber auch nicht so einfach. Na da. Nein. Oh.
Wo ist er? Da. Er entwischt mir gerade, oder was? Was passiert hier? Oh, da. Puh. Das war aber nicht der. Das war nicht der. Der hatte doch gerade einen lila Skin an. Ist, glaube ich, noch einer. Oder der lila Skin ist weggerannt. Okay, der lila Skin ist weggerannt. Der nächste ist hier hinten irgendwo. Und hier liegt der Abwurf. Okay. Nicht lila, sondern rosa. Der hatte diesen rosa Skin an. Ich verwechsel immer lila und rosa. Der Container ist auch noch zu. Da wurde nur einmal aufgeschossen. Ja, okay, dann machen wir den jetzt auf. Kommen noch mal Mörser? Ja. So. Cool, dann packen wir den Kram auch noch ein. Nochmal dieses neue Gewehr. Nehmen wir das doch so mit und packen hier alles ein. Hat aber auch die Munition natürlich fürs Gewehr noch. Für alle Fälle. So, jetzt gucken wir noch nach dem Schatz. Der hier ganz unten ist. Es könnte sein, dass der mit dem lila Skin da auch hin ist. Warte mal, wir sollten... Abwurf. Wir sollten den Abwurf holen. Ja. Okay. Durchs Wasser, na gut. Hep! Weil ich weiß nicht, der Schatz könnte ja schon weg sein, aber Abwurf ist noch da. Da schnappe ich mir doch lieber die Kiste und dann... Ich weiß nicht, dann lohnt es sich, glaube ich, nicht nochmal über die ganze Map zu rennen. Um eventuell noch den Schatz zu plündern, sondern dann heißt es nach Hause gehen, weil... Dann wird auch irgendwann gleich hier die Tomate klingeln und dann ist vorbei. Es ist soweit, es klingelt schon. Na gut, dann können wir gleich den Schlüssel rauslöschen, Airdrop einpacken. Dann ist das unser Exit. Hauptsache, hier ist nicht noch jemand, aber ich glaube nicht. Wie so oft in geboosteten Runden, die Leute packen sich die Taschen voll und hauen ab. Ach, wir brauchen gar nichts rauslöschen. Der Schlüssel kann aber trotzdem raus. Wenn wir gleich irgendwie wieder Probleme haben, löschen wir den als erstes. Wir nehmen nämlich jetzt noch ein bisschen was mit. Was hier noch so liegt. Von wo kommt denn die Strahlung? Von unten, okay. Wir haben noch einen ganz kleinen Moment Zeit. Aber wir haben auch keinen Jod, aber das Exit ist ja hier nicht weit. Komm, wir gehen raus. Ab nach Hause. Hallo? Fenster? Das Fenster will mich wohl trollen, so. Kurzer Fensterleck. Gibt's hier noch Loot? Ja. Wir wollen viel Loot. Wir haben viel Loot.
Ja, und wir haben vor allen Dingen zweimal das neue goldene Gewehr bekommen. Das freut mich auf jeden Fall. Und den ganzen anderen Kram, den ich in den Taschen habe, kann ich auch gut gebrauchen. Jetzt nur noch das Exit finden. Wo ist es denn? Ja, ich laufe drauf zu. Schon richtig. Und wieder mal eine sehr erfolgreiche Runde in Vigor. Hat Spaß gemacht. Und wir können auf jeden Fall jetzt die Kiste auspacken. Gutes Loot. Oh, bei Chemikalien wäre bestimmt noch mehr drin gewesen. Hätte ich noch ein bisschen mehr suchen können, aber ich war ja auch ein bisschen beschäftigt, ne? Das ist aber schon, ist schon gut. Vor allen Dingen über 100 Draht, über 100 Nägel, 50 Glas. Schön. Schöner Ausflug auf brutale Brücken und ich freue mich, wenn ihr auf jeden Fall auch Spaß hattet bei der Runde und wir uns beim nächsten Video wiedersehen. Bis dahin wünsche ich euch natürlich nur das Beste, Leute. Macht's gut. Ciao, ciao.